Ich bleibe dabei. Es war... Okay, können wir das jetzt hier rumzeigen, oder? Ich mag dafür... Gibt ihr keine Nische. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Was aber vielleicht funktionieren könnte... Warte mal... Ich switch mal gerade. Und ich glaube, den Brief gebe ich ihm auch mal wieder. Ich glaube, mit dem kann ich hier unten sowieso nichts anfangen. So, dann wechsle ich mal. Wo ist er? Da hinten ist er. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber das ist das Einzige, was wir jetzt haben. Ich wüsste auch sonst, ehrlich gesagt, nicht, was wir als Symbol da hingeben sollen. Wobei das jetzt echt ekelhaft wäre, sich dann von dem Typen... Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Hier. Hey, das ist gar nicht schlecht. Das sieht irgendwie heftig aus. Das kann man wohl sagen. Eine heftige Zauberelfe. Ihr Weichkuchen. Was auch immer es ist. Du hast das passende Motiv für unser Squad-Emblem gefunden. Es kann also losgehen. Sicher, dass du zusehen willst? So eine Tätowierung ist nichts für sanfte Gemüter. Sanfte Gemüter? Ich glaub ja wohl, es hackt. Wie du willst. Sanfte Gemüter. Ich glaub's ja nicht. Ich habe mir schon mit heißen Nadeln in Körperteile gestochen von dir. Das war so klar. Schau an. Es war so langweilig, dass ich glatt eingeschlafen bin. Guck mal. Oh, Liegestühle. Wer hat nur diesen Schlafen kannst du, wenn du tot bist, Quatsch verbreitet? Also ich fand den Tod jetzt nicht besonders erholsam. Ne, geschlafen hast du ja auch nicht. Kann man die mitnehmen? Kann ich mir die Klappliege hier nehmen? Klar. Ich meine, klar. Na? Brauchst du die Anleitung? Niemals. Ein Marine braucht keine Anleitungen. Dann eben nicht. Ach ja, ich mag die Lotte. Ich weiß nicht, warum die ist mir so grundsympathisch. Jetzt haben wir Liegestuhl, wofür auch immer. Tattoo hin oder her. Sie ist viel zu weich für den Krieg. Hey, Lotti, kannst du jetzt zum Tor kommen, um mich zu identifizieren? Nein, Das geht jetzt nicht! Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist! Ja, aber so Hansen... Ich sagte... Nein! Bei mir schwillt ja auch gleich was, und zwar die Krawatte! Wenn die nicht mitkommt. Okay, aber wo ist denn die andere? Wo ist denn eine Bambi? Ist die vielleicht schon drin? Komm mal jetzt rein. Hallo! Beeil dich! Huhu! Aufmachen! Ja? Das war jetzt lustig genug, Liebold. Lass mich rein. Hast du schon jemanden, der für dich birgt? Nein, aber... Dann kann ich dich auch nicht reinlassen. Entschuldigung. Möglicherweise, Rufus. Tschüss. Unerhört. Und woher kennt er meinen Spitznamen bei der Strahlenschutzbehörde? Wo ist denn die Olle jetzt hin? Kuhfuß? Ah, mein Zweitlieblingswerkzeug. Gleich nach der Abrissbirne. Kuhfuß? Ist doch Lottis Mauke hier. Das ist doch kein Kuhfuß. Jawohl. Naja. Die zarte Lotti. Kann ich das Brecheisen haben? Na klar. Ich meine, ja klar, Kumpel. Nimm ruhig. Wozu brauchtest du das überhaupt? Als Schuhlöffel. Verstehe. Ich mag die einfach. Kuhfuß? Und da geht's rein? Was haben wir denn da drin? Kommen wir da jetzt rein? Na nü? Hey, kein Zutritt für Zivilisten! Ich bin kein Zivilist. Ich gehöre zum Widerstand. Weswegen du mich nebenbei gesagt auch zum Tor begleiten wolltest. Tja, Pech gehabt. Ich habe neue Befehle. Ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Nun, ich habe hier eine Nachricht von vorderster Front. Ich muss ins Rebellenlager, und zwar pronto. Dann sprich mit dem Major. Sie legt hier die Prioritäten fest. Ha, worauf du ein... Moment mal. Das ist doch kein Major. Das ist nur Toni. Du kennst Major T? Das ist meine Ex-Freundin. Ich sehe, sie hat sich nicht nur beruflich verbessert. Die Toni. Okay, hier kommen wir partout nicht mehr weiter. Das weiß ich jetzt schon. So, Sergeant Bambi mit dem Ausschnitt, den man nicht leugnen kann. Die lassen neuerdings auch jeden zum Widerstand. Was ist denn aus dem guten alten Rufus-Test geworden? Ob denen wohl die Pommes ausgegangen sind?
Ich will's gar nicht wissen. Können wir da vielleicht 5 Cent einwerfen, hier so? Oder pass auf, ich weiß was. Wir brechen die Brüste mit dem Kuhfuß auseinander und finden darunter bestimmt irgendwas fürs Inventar, was uns weiterhilft. Was hast du da? Ist das eine Nachricht von der Front? Nicht eigentlich. Dann interessiert es mich nicht. Ich hätte hier eine Nachricht von der Front vielleicht. Was hast du da? Ist das eine Nachricht von der Front? Nichts Geringeres als das. Doch nicht etwa von Bozo? Würde ich dich bei einem so ernsten Thema anlügen? Oder würde ich die Schlussfolgerung deiner Fantasie überlassen, in der Hoffnung, dass es mich zufällig weiterbringt? Jetzt quatsch nicht so poliert. Her mit dem Brief. Ach so, ich dachte, das geht gar nicht. Mein liebstes Rehlein. Sicher, dass der Brief für mich ist? Bambi. Rehlein, ergibt doch Sinn. Manche Leute werden nun mal zu Poeten, wenn sie tödlich verwundet sind. Was? Oh, sorry, ich wollte nichts vorwegnehmen. Warte mal. Liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst jetzt bei mir. Bla bla bla. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten. Oh nein. Bozo, geht es ihm gut? Tja. Lebt er noch? Sag schon. Oder muss ich dir die Infos in Form von Hirngewebe einzeln aus der Nase ziehen? Hey, hey, immer mit der Ruhe. Ja? Kein Grund, gleich aggressiv zu werden. Ich bin doch nur der Briefträger. Bozo ist bei seiner Familie. Am besten, du machst dich sofort auf den Weg. Warte, hier steht noch was. Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ach, das Kleingedruckte ist nicht so wichtig. Na los, du verlierst wertvolle Zeit. Stimmt, ich muss zu ihm. Halte durch, Bozo, ich komme. Das war einfach. Und ich musste nicht mal lügen. Jetzt neu, der verbesserte Rufus. Vergessen Sie den herkömmlichen Rufus. Ja, das ging erstaunlich gut. Ich wollte eigentlich noch die anderen Sachen ausprobieren, aber naja, gut. Kombiniere alles mit allem. Haben wir hier noch irgendwas? Eine Spinntür. Verdächtig. Eine Brotdose. Dem Motiv nach muss das hier Lottis Brotdose sein. Sie war schon immer ein Cowboy-Dodo-Fan. Aber sie darf nicht mehr zu den Konzerten, seit sie einmal ihren BH auf die Bühne geworfen hat. Der arme Schlagzeuger. Möge er in Frieden ruhen. Ja, also Cowboy-Dodo-Brotdose. Dodo-Brot. Leckeres Dodo-Brot. Kann man die öffnen? Vielleicht so? Sinnlose Gewalt in allen Ehren. Aber das hier werde ich ja wohl noch so aufbekommen. Ja, dann mach es, Junge. Na, ach, dann wollen wir doch mal nachsehen, was Lotti da Schönes in ihrer Brotdose hat. Na? Was ist denn das? Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Hormone. Das ist übrigens wie Hermine aus Harry Potter, nur so ein paar Buchstaben vertauscht, bewirkt aber das Gleiche. Starken Bartwuchs und, naja. Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hat... Was machen wir denn mit den Hormonen? Spinntür. So, sonst haben wir hier nichts. Außer ins Cockpit. Oh weh. Überraschung. Rufus, schön dich zu sehen. Ja, ja. Und deine Mutter riecht nach... Warte mal. Was ist es, mich zu sehen? Schön? Ja. Ich hatte schon Angst, dir sei etwas zugestoßen. Irgendwas ist anders. Hast du eine neue Frisur? Fast. Einen neuen Therapeuten. Die ist ja auf einmal so nett. Was ist denn... Ist das der Therapeut? Irgendwas ist anders mit ihr. Aber ja, es fehlt der Schaum vorm Mund. So lieb ist sie auf einmal. Lieb. Toni. Ah, Rufus, setz dich doch. Wow, das finde ich ja super. Ich muss mit diesem neuen General sprechen. Kannst du mich durchs Tor bringen? Ich könnte, aber ich werde nicht. Ich muss erst meine Meditationsübung abschließen. Bitte was? Heißt das, du willst hier einfach nur rumsitzen? Möglicherweise leitet der Organon gerade jetzt die Sprengung des Planeten ein. Solange das letzte Hochboot noch am Aufstiegszoll vor Anker liegt? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Sagst du das auch noch, wenn sich die ganze Umgebung hier plötzlich in ein flammendes Fiasko verwandelt? Oh, das war aber unwahrscheinlich. Du meinst wie du damals, bei deinem Versuch, Blei in Blechblasinstrumente zu verwandeln? Das war erstens was anderes und zweitens hätte es funktioniert, wenn ich das hohe Fis getroffen hätte. Ach, Rufus, entspann dich einfach. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat einen Plan. Ich glaube, ihre neue Therapie ist Krautrauchen statt... Stummel, ich weiß, kann ich mir sonst nicht anders erklären. Tja. Ich will alles nehmen. Komm schon, Toni, ich will doch nur ins Lager. Und ich sage, du hältst dich besser da raus. Wir haben hier alles im Griff. Das merkt man schon, weil mich keine Sau ins Lager lässt und ich habe das ganze Ding doch gegründet, Mann. Der General hat also einen Plan. Was soll denn das für ein Plan sein, so ganz ohne mich?
Das ist geheim. Aber ich bin der Anführer. Du warst der Anführer. Wir haben jetzt einen neuen General. Neuer General, neuer Schmeneral. Ihr habt ja nicht einmal mehr einen Krieg. Ich meine, wo ist die ganze Action? Die Explosionen, die Verstümmelten, die brennenden Häuschen. Wie gesagt, wir haben jetzt einen neuen General. Aber wer ist denn der neue General? Irgendwas ist doch da faul. Was hat es mit diesem geheimen Plan auf sich? Das ist geheim. Du erwartest doch nicht, dass ich das einfach so schlucke. Ich habe damals auch nicht erwartet, dass du den ganzen Liter Farbverdünner schluckst. Wo doch jeder weiß, dass das Zeug direkt das Gehirn angreift. Ja, das war cool. Ist ja zum Glück nichts passiert. Beim Widerstand scheint sich ja einiges geändert zu haben. Danke. Das war kein Kompliment. Hier ist alles so... organisiert. Langweilig, pupsig, dröge. Nun, das liegt wohl daran, dass wir den Organon aus Porta Fisco vertrieben haben. Wir haben neues Equipment, neue Befehlsstrukturen. Wie bitte? Ich verstehe dich so schlecht. Dein mechanischer Bart rauscht. Ist aber wirklich so ein bisschen so, ne? So organisiert ist ja gleich Organon. Der Organon ist organisiert, aber die Rebellen sind unorganisiert. So muss es doch laufen. Chaos gegen Ordnung. Ordnung gegen Chaos. Und nicht irgendwie Ordnung gegen Ordnung. Das da passiert ja nichts. Da bleibt alles sauber. Ist ja doof. Du hast jetzt also einen neuen Therapeuten. Ja, und er ist wirklich gut. Ich habe zum Beispiel nicht mehr diesen wiederkehrenden Albtraum, in dem mich das Gnu verfolgt. Während sich um mich herum die Wände auflösen, bis schließlich das ganze Haus über mir zusammenstürzt. Ja, das war ein denkwürdiger Tag. Und du musst zugeben, dass die Pforte danach tatsächlich nie wieder gequietscht hat. Wie kannst du nur so ruhig da sitzen? Die Welt geht unter. Heißt das, du hast keinen deiner berühmten Pläne mehr auf Lager? Natürlich habe ich einen Plan. Aber dafür brauche ich... naja. Hilfe? Ein Mindestmaß an Unterstützung. Immerhin bin ich es, der euch hier die breitgesessenen Hinterteile rettet. Nun, vielen Dank dafür. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Oder leicht entflammbar ist. Oder gelb. Ach, weißt du was? Fass am besten gar nichts an. Da blinkt was und da blinkt auch was. Ja. Ich überlege gerade, wer der neue General sein könnte. Ob es vielleicht Dodo ist oder... Janosch wird es ja wohl nicht sein. Boah, da muss doch noch irgendeine neue Schlüsselfigur ins Spiel kommen. Komm schon. Tod dem Organon und so. Ich weiß, du meinst es gut. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Verdammt. Ich weiß schon, wie ich die alte Toni aus der Reserve locken kann. Gib dir keine Mühe. Du solltest mich wirklich besser kennen. Ich habe mir noch nie Mühe gegeben. Weißt du noch, wie ich die Urne deiner Großmutter als Puddingtopf verwendet habe? Ich bin mir sicher, du hattest deine Gründe. Ja, aber die Sache ist die, das war gar kein Pudding. Das ist doch mal endlich eine plausible Antwort auf die Frage, woher dieser Geruch kam. Danke für diese Offenbarung. Oh, Alter, das geht nicht. Weißt du noch, wie ich Mr. Wuffel das Fliegen beibringen wollte? Ja, das weiß ich noch. Und ich entschuldige mich, falls ich damals unangemessen reagiert habe. Ich hatte weder meine Fäuste noch den Schlagring unter Kontrolle. Ja, aber das Beste weißt du ja noch gar nicht. Eine Woche später hat es doch noch geklappt. Und die Geschichte, dass Mr. Wuffel von einem abstürzenden Wetterballon getroffen wurde, stimmt auch nur zur Hälfte. Was? So eine Erleichterung. Dann war meine Reaktion ja doch vollkommen angemessen. Ach schön. Ach, Alter, nee, das ist jetzt aber nicht mehr so schön. Weißt du noch, wie ich deine Mutter heimlich auf dem Klo fotografiert habe? Ja, aber ich habe nie verstanden, warum. Weil ich dir nie erzählt habe, dass ich die Fotos dem alten Schmierlappen-Bob verkauft habe. Ich musste natürlich noch einen Schlüpfer drauflegen, um mir das dicke Album leisten zu können. Du bist so ein... Hallo, Dre. Immer wieder für eine Überraschung gut. Ich will das gar nicht. Ich... Ich bin von den Toten wieder auferstanden. Glückwunsch. Erschreckt dich das denn gar nicht? Ach, Rufus, du hast dich so oft selbst in die Luft gesprengt. Angezündet, zersägt, von Büffelstampeden zertrampeln lassen. Da musst du schon mit einem neuen Trick aufwarten, um mich zu verblüffen.
Vielleicht tot bleiben. Mich gibt es jetzt dreimal. Okay, das ist wirklich besorgniserregend, wenn es nicht so vollkommen absurd wäre. Aber es stimmt. Ich habe mich geklont. Und ich glaube, wir hätten das gemerkt. Am Ascheregen oder ähnlichem. Mich gibt es wirklich dreimal. Langweilig. Wieso glaubt ihr mir das nicht? Mich gibt es wirklich dreimal. Langweilig. Warum glaubt ihr mir das nicht? Mich gibt es wirklich dreimal. Langweilig. Warum glaubt ihr mir das denn nicht? Mich gibt es wirklich dreimal. Langweilig. Mann, blöde Kuh. Ach, ich geb's auf. Wirklich? Erinnere mich daran, dass ich meinem Therapeuten einen Obstkorb schicke. Dem Therapeuten naschen. Das ist noch nicht vorbei. Was ist noch nicht vorbei? Na gut, es ist vorbei. Aber ich komme wieder. Keine Eile. Die ist viel zu entspannt. Haben wir nicht irgendwelche... Ah, guck mal, CB-Funk und Toni, also CB-Funk. Wo haben die denn in der kurzen Zeit nur das ganze Zeug aufgetrieben? Die haben sogar das neue 67-5er... Nein, warte. Das ist nicht die Modellbezeichnung. Das ist ein Etikett mit der Funkfrequenz, die sie hier benutzen. Ach so. Ach, Rufus, was tust du denn da? Ich bringe dich zur Weißglut. Mach ich doch, ne? Indem du am Funkgerät rumspielst. Aber nicht doch. Bedien dich ruhig. Wirklich? Na klar. Los geht's. Ich weiß nicht. Wenn man darf, macht's keinen Spaß. Oh, der arme Rufus. Wo ist der Funkgerät? Welches Funkgerät? Du, welches Funkgerät? Dann gehen wir das Funkgerät mal kurz wieder zurück. Vielleicht können wir das auf die Frequenz einstellen. Sitzt der noch da? Sehr gut, sehr praktisch. Das Babyfon auf CB-Funk. Gute Idee. Wenn ich die Frequenz von Tonis Funkgerät am Babyfon einstelle, kann ich Toni jederzeit erreichen. Easy. Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum ich sie überhaupt anfunken sollte. Sie hat schon vor langer Zeit aufgehört, mich mit der Schubkarre aus irgendwelchen Kneipen rauszuholen. Aber wenn er hier sitzt und spricht dann noch gleichzeitig über CB-Funk mit ihr, dann wüsste sie doch, dass er sich geklont hat. Dann haben wir es ihr doch bewiesen, oder nicht? Let's try it out. Wo bin ich denn? Ach, da stehe ich gerade. Probieren wir es mal aus. Mal gucken, was passiert. Hallo? Das ist so entsetzlich! Der Empfang ist immer noch super. Das ist jetzt aber merkwürdig. Babyfon ausprobieren? Ah! Ach, Rufus. Warum gibst du nicht einfach... Moment mal. Ein Rufus? Zwei Rufusse? Genau. Mich gibt es jetzt doppelt. Eigentlich sogar dreifach. Dreimal so viel Action. Rufus. Rufus. Okay, Toni. Ganz ruhig. Du hast einen guten Therapeuten und da gehst du jetzt hin. Nanü? Das haben wir toll gemacht. Das finde ich auch. Ich wollte ja eh zum Therapeuten, weil ich habe nämlich gesehen, ich habe hier noch das Dingens im den Abdruck drin und er sieht ja eigentlich aus wie beim Therapeuten die Blätter und dann wollte ich mal gucken, vielleicht können wir jetzt das Nützliche mit dem Praktischen verbinden und können zum Therapeuten gehen und dem vielleicht so ein Blatt da reinschmuggeln. Was vielleicht auch dabei hilft, Toni ein bisschen aus dem Häuschen zu bringen. Probieren wir es mal. Hallo Lotti. Du scharfe Sau. So. La da 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 da. So, können wir? Hier, jetzt, wo? War das? Strickladen? Wollen wir nicht? Therapiepraxis, da wollen wir hin. Ich frage mich immer noch, wie wir Bose da oben runterkratzen können. Therapiesitzung im Gange. Ausgerechnet jetzt. Ja, wie soll ich denn jetzt an die Medikamente kommen? Zum Strickladen. Können wir vielleicht da gucken? Und jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt? Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken.
Der scheint sich jetzt zu freuen. Können wir vielleicht einen Strick kaufen und hier rüberspannen? Das wäre natürlich super. Einen Abdruck darüber schmeißen geht nicht, ne? Ich wünschte, ich könnte dem armen Teufel irgendwie helfen. Da sollte ich lieber nicht stören. Natürlich sollst du da stören. Du bist Rufus. Rufus. Da sollte ich lieber nicht stören. Natürlich sollst du da stören. Du bist Rufus. Rufus. Da sollte ich lieber nicht stören. Natürlich sollst du da stören. Jetzt habe ich mal das andere Ding versucht. Aber irgendwie klappt da gerade gar nichts. Vielleicht einen Kuhfuß rüberwerfen. Da sollte ich lieber... Ja. Der will da überhaupt nicht stören. Das ist natürlich doof. Können wir vielleicht mit dem Ding, mit dem Abdruck hier zu ihm gehen, damit das in Serie produziert? Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber ein Versuch ist es wert. Diesen Abdruck eines feuerspeienden Drachen habe ich in der Kanalisation gemacht. Wirklich? Ich finde, es sieht eher aus wie eine Glitzerelfe. Nun, es war ein Mimikry-Drache. Oh. Aber das scheint alles nicht zu helfen. Hier, die Hormone habe ich geklaut bei... Dieses Elixier hier wurde mir von Urobrecht, dem Weisen, dargereicht, um die Welt von allem Übel zu befreien. Hormone? Hinterfragst du etwa die Weisheit des Urobrecht? Nein. Das will ich aber auch meinen. Der Urobrecht. Ja, aber was wir damit machen können, weiß ich auch noch nicht. Dieser Liegestuhl ist auch sehr mystisch. Er wird niemals so tiefenentspannt sein wie ich. Da hilft auch kein Liegestuhl. So, Abdruck. Diesen Abdruck. Achso, haben wir. Ja. Haben wir schon gemacht. Dann probiere ich mal ganz kurz. Mit der da oben können wir echt nichts machen, ne? Therapiesitzung im Gange, da können wir nichts machen. Ansonsten haben wir ja auch nichts Neues. Hier wüsste ich auch nicht, was wir mit Baby Boso machen sollten. Hormone, weiß ich nicht. Ich gebe mal alles wieder in den zum Kanalisationsrufus. Der blaue Rufus muss ja auch bald mal wieder hier zur Geltung kommen, aber erstmal probiere ich mal hier wieder rum. Hallo Kinder, mein Name ist Smirlappenbob und ich stehe total auf Fotos von kackenden alten Weibern. Ich möchte mich auch einmal bei Rufus bedanken, dass er mir damals die Fotos verkauft hat. Und vielen Dank fürs Zugucken. Vielleicht kriege ich von euch ja auch bald Fotos. Das ist doch noch gut.